Wir sind hier in der Gemeinde Wuster Nordseeküste im Ortsteil Mulsum. Hier kam es zu einem schweren Bahnunfall. Eine Pkw-Fahrerin hat hier einen unbeschrankten Bahnübergang mit ihrem Pkw passiert und ist dort von einem herannahenden Personenzug hier erfasst worden. Obwohl der Zug noch eine Notbremsung eingeleitet hat, konnte er hier eine Kollision nicht mehr verhindern. Die Fahrzeugführerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und erlag hier noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Zwei Kinder im Auto, 3 Jahre alt und 7 Jahre alt, wurden hierbei schwer bzw. lebensgefährlich verletzt und wurden mittels Rettungshubschrauber in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Wir sehen hier diverseste Einsatzkräfte aus verschiedenen Rettungs- und Hilfsorganisationen, Rettungsdienst, Feuerwehr, Notfallseelsorge und eben halt auch Polizei und Bundespolizei, die jetzt hier den Einsatz quasi abarbeiten, Notbetreuung der Angehörigen übernommen haben, die wir informiert haben, Notbetreuung auch der Fahrgäste im Zug übernommen haben. Es waren ca. 90 Fahrgäste im Zug. Von denen sind nach bisherigem Erkenntnisstand 3 Personen leicht verletzt worden. Und die Fahrgäste sind jetzt mittlerweile alle evakuiert worden und sind mit Bussen hier quasi vom Unfallort abtransportiert worden. Und alle weiteren Maßnahmen laufen hier jetzt noch. Der Kollege mit der Drohne, der vermisst hier die Unfallstelle, fertigt Übersichtsaufnahmen, die dann schwer die Unfallermittlungen an sich unterstützen und erleichtern können. Achtung, Drohne startet. Die Alarmierung war Bahnunfall und wie das dann so üblich ist, werden diverse Ortsfeuerwehren alarmiert, weil gerade um die Mittagszeit natürlich bei den Ehrenamtlichen auch die Stärke feststehen muss. Und die Autos ausreichend besetzt sein sollen. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle haben wir einen zerstörten Pkw im Seitenraum vorgefunden. Und der Zug stand ein paar Meter weiter auf den Gleisen. Dieser war aufgrund der Uhrzeit ca. 13.15 Uhr auch voll besetzt mit Schülern und auch Urlaubsgästen. Die Priorität bei solchen Einsätzen ist natürlich die Menschenrettung. Es wird natürlich in erster Linie der verunfallte Pkw erkundet. Und dann wird alles Mögliche getan, um verletzte Personen zu retten. Durch die Hecktüren konnte man doch recht gut den Verhältnissen entsprechend an die Patienten herankommen. Der Zug war mit ca. 90 Personen besetzt und auch diese Personen müssen dann natürlich auch betreut werden. Auch da können durch die Vollbremsung Verletzungen entstanden sein. Lokführer, Zugpersonal, das betrifft ja alle gleichermaßen. Bei Einsätzen mit Personenschäden und auf der Bahn ist natürlich immer erstmal das erste Bild eine besondere Herausforderung und das dann auch professionell abzuarbeiten. In der heutigen Zeit ist auch in der Gemeinde Wuster Nordseeküste eine Notfallseelsorge eingerichtet worden. Die Notfallseelsorger waren mit mehreren Personen hier vor Ort, haben sowohl die Fahrgäste in dem Zug betreut als auch die Einsatzkräfte nach Abarbeitung des Einsatzes werden dann nochmal zusammengerufen und dann wird nochmal zusammengesprochen. Wir sind eine ehrenamtliche Ortswehr hier in der kleinen Ortschaft Mulsum und finden uns da halt zusammen, um da den Schutz der Bevölkerung sicherzustellen. Die Feuerwehren hier in der Gemeinde Wuster Nordseeküste sind gut ausgerüstet. Jede Wehr hat vielleicht auch einen anderen Schwerpunkt einen Schwerpunkt. Das heißt, die kleineren Wehren haben natürlich nicht schweres Gerät, das machen dann die größeren Ortswehren. Ja, wenn Einsatz ist, dann wird zusammengehalten.